Das ist eigentlich das Video gewesen, warum ich eigentlich auf den Gedanken gekommen bin, ein Reaction-Video zu machen. Denn das hat mich doch so ein bisschen geschockt. Denn ihr seht es auch schon an dem Titel. Tauchgang auf 26 Meter Tiefe, Rochen und Unterwasserhöhle gefunden. Deswegen habe ich euch diese drei Videos auch gezeigt von dem Fritz. Er hat ja erst vor einiger Zeit den Tauchschein gemacht. Und der Tauchschein, wie ich ja eben sagte, beinhaltet als Grundtauchschein, als Open-Water-Tauchschein, Tauchgänge bis 18 Meter. So, mit mehr Erfahrung und dem Advanced oder Advanced Adventure-Schein oder wie die alle heißen bei den einzelnen Verbänden, wird man darauf hinarbeiten, dass man in größere Tiefen gehen kann. Er hat natürlich jetzt hier den Vorteil, Nachteil eigentlich, dass er mit zwei Forschungstauchern unterwegs ist. Also einmal mit dem Robert Mark Lehmann, ein sehr, sehr, sehr hocherfahrener Taucher, ein absolut toller Mensch, was die Unterwasserwelt und den Schutz der Unterwasserwelt angeht, und mit Dr. Florian Huber. Das sind natürlich zwei Spezialisten, die absolut getrimmt sind, diese Unterwasserwelt, Unterwasserwelten zu betauchen. Und der liebe Fritz ist natürlich in meinen Augen noch ein absoluter Beginner mit 10, 15, 20 Tauchgängen. So, und jetzt geht es natürlich los. Jetzt geht er natürlich wohin? Auf die Azoren. Hey Leute, ich bin's Fritz und das ist das erste Video aus den Azoren. Mit dabei Nico, der professionellste Kameramann auf diesem Planeten, und Robert Mark Lehmann, der schon die ersten Ausrüstungsprobleme mit sich bringt. Was steht denn an? Man muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, bevor wir das Video richtig starten, das ist jetzt Tag 3, erster Anreisetag. Gestern haben wir einmal so Ausrüstungscheck gemacht, ja, ein bisschen Apnoe-Training, verschiedene Sachen probiert, auch Scuba-mäßig mit der Flasche unterwegs gewesen. Und heute dachte ich, ich fühle mich halbwegs sicher, wir schmeißen mal die Kamera an. Was erwartet uns? Alles. Und das ist das Geile auf den Azoren, hier kann alles jeden Tag passieren. Hier gibt es 27 Wal- und Delfinarten. Ja, 3 bis 4 Haiarten, vielleicht auch 5 oder 10, weiß man noch nicht so genau. Aber hier kann uns auf dem Meer jeden Tag alles passieren. Und ich bin im Auftrag hier vom International Fund for Animal Welfare, um ein bisschen, ja, Shark-Content zu kriegen, Wale zu filmen und so, für verschiedene Kampagnen zum Umweltschutz, Tierschutz, Wal- und Meeresschutz. Und dabei begleitet mich der Fritz. Jetzt geht's rein mit den Flaschen. Dort drüben sind zwei Höhleneingänge. Da geht's irgendwie runter, gucken, was uns erwartet. Und wenn wir richtig Glück haben, dann sehen wir Rochen. Mal gucken, drückt uns die Daumen. Was fressen die eigentlich? Sind das Fischfresser oder Pflanzenfresser? Das sind Räuber. Räuber. Naja, passt, da bin ich auch. Wie schon erwähnt, haben wir einen Tag zuvor zwei Testtauchgänge gemacht, bei denen wir nochmal unsere Ausrüstung checken konnten. Wir haben uns zusätzlich mit den Gegebenheiten vor Ort vertraut gemacht und gecheckt, wie wir als Gruppe klarkommen. Tauchen ist wundervoll, aber nicht ganz ungefährlich. Daher muss man sich absolut aufeinander verlassen können. Der erste Tauchgang am heutigen Tag ging dann auch mal direkt in eine Höhle. Ja, mein lieber Fritz, da bist du natürlich bei mir genau richtig, du. Denn als unerfahrener Taucher, wie ich dich jetzt leider immer noch nenne, hast du eigentlich in einer Höhle nichts zu suchen. Denn Höhlentauchen ist speziell und für Höhlentauchen sollte man ausgebildet sein. Ich weiß, jetzt wird argumentiert, ja, das ist ja nur eine Kaverne, man hat immer das Tageslicht gesehen und so weiter und so fort. Ich habe mir das also dreimal angeguckt jetzt hier und es sind Passagen dabei, da ist also absolut kein Tageslicht zu sehen. Es ist auch sehr eng, also man nennt das auch Restriction, und das sollte eigentlich ein Taucher mit dieser Art der Ausrüstung in keinster Art und Weise in irgendeiner Form hineintauchen. Zum anderen gibt es natürlich in dieser Meereshöhle kein einziges Seil, dass man also, wenn man sich eventuell verirren könnte, den Rückweg findet. Und mein Tipp einfach nur, mach einen entsprechenden Kurs fürs Höhlentauchen und dann kann man das auch tun. Dein Kollege Robert Mark Lehmann ist vermutlich ausgebildet, genauso wie Dr. Florian Huber. Das sind ausgebildete Höhlentaucher auch. Aber, mein lieber Fritz, du nicht, du bist immer noch Open Water Diver. Nur mal so nebenbei angemerkt.
Es war ein absolut unbeschreibliches Gefühl, aus dem hellblau leuchtenden Wasser in den tiefschwarzen Felsspalt zu schwimmen. Wir hatten außerdem immer wieder verschiedenste Strömungen. In einer Sekunde blieb man auf der Stelle stehen, obwohl man mit den Flossen schlug. Und im nächsten Moment wurde man von einer Art Unterwasserwelle mehrere Meter nach vorne katapultiert. Irgendwann war es dann an der Zeit, auch mal meine Taucherlampe auszuprobieren. Wegen dem stark zunehmenden Druck in der Tiefe braucht man dafür natürlich spezielle Ausrüstung. Die Lampen, die ihr sonst von mir kennt, sind auch wasserdicht, aber halt nur gegen Regen oder generelle Feuchtigkeit an Land. Also das ist das, was ich meine. Das ist jetzt für mich keine Kaverne mehr. Also das ist für mich jetzt schon so in einer Höhle drin. Das sind sehr, sehr schmale Schächte, die in die Höhle hineingehen. Klar kann man jetzt sagen, ja, da geht es nur den Weg rein und raus, aber auch da gibt es Sediment und da kann es passieren, dass der Rückweg nicht mehr erkennbar ist. Und es liegt absolut weit und breit kein Seil. Und das ist natürlich unverantwortlich in dieser Art und Weise, dort mit dieser Ausrüstung. Also man redet im Höhlentauchen immer von Redundancy, also zweimal. Also dort mit einer Flasche und mit dieser kleinen eigentlich Open-Water-Ausrüstung oder Freiwasserausrüstung in eine Höhle zu tauchen. Also da für diese, auch für diese Höhle, das ist schon Intro-Cave, eigentlich ist keine Kaverne mehr, wird eigentlich ein doppeltes System vorgeschrieben. Und ja, ich weiß, Stefan, der Dr. Florian Huber ist nicht dabei auf den Azoren, aber ich habe es nur eben angemerkt, ich glaube, die beiden Jungs sind Höhlentaucher. Warum man den Fritz da mit hineinnimmt, ich weiß es nicht. Er ist zwar ein Survival-Spezialist, aber in einer Höhle, da können die größten Spezialisten ihr Leben lassen. Und das ist für mich eine Geschichte, die ist eigentlich unverantwortlich, was hier gerade zu sehen ist. Robert und Nico haben dann immer wieder spektakuläre Unterwasseraufnahmen produziert. Gerade als wir irgendwann wieder aus der Höhle rausgeschwommen sind, sah man das blau leuchtende Wasser und den Taucher als Silhouette. Absolut beeindruckend. Ich habe meinen Tauchschein noch nicht lange, aber jedes Mal, wenn ich in dieser Unterwasserwelt unterwegs bin, vergisst man alle anderen Probleme aus seinem Alltag. Es ist fast schon etwas meditativ. Man schwebt durchs Wasser und ist gefühlt schwerelos. Es gibt keine E-Mails, kein Autolärm, keine schreienden Kinder, sondern nur das Hier und Jetzt. Ab und ab. Was ihr hier auch ganz klassisch seht, ist natürlich, dass wenn man mit Spezialisten taucht oder Profis oder was auch immer, dass da bei diesen Leuten das Buddy-System absolut nicht eingehalten wird. Also jeder ist da unterwegs, hier der Fritz mit seiner GoPro, die anderen mit ihrer großen Kamera. Da macht jeder so sein Ding, da macht jeder so seine Aktion, die er meint, machen zu müssen. Also wenn ich da jetzt ein Problem hätte und müsste irgendwo in irgendeiner Form zu meinem Buddy schwimmen, der eigentlich in greifbarer Nähe zu mir sein sollte, dann ist das ein bisschen schwierig. Ja, GSX, die Flossen, okay, das sind Apnoe-Flossen in der Höhle, ja. Deswegen, ich sage dazu, das, was ich sage, von der Ausrüstung her funktioniert das hinten und vorne nicht, außer mit dem 1,50 Meter Schlauch, das ist das Einzige. Aber ansonsten ist das so ein bisschen daneben, was da gerade gezeigt wird. Und an das Blubbern der Luft, welches einem indirekt symbolisiert, dass man noch genug Lebenselixier auf seinem Rücken trägt. Nach gut 20 Minuten waren wir wieder raus aus der Höhle und das Sonnenlicht erleuchtete die Welt um uns herum. Ich hatte den anderen bei 100 Bar Restdruck bereits vor einigen Minuten Bescheid gegeben. Nun waren es nur noch 40. Ja, wenn man das dann mal genau geschaut hat, 19 Meter, fast noch 20 Meter. Und wenn ich jetzt mal auf diesen Finimeter schaue, das sind dann noch 40 Bar. Und da muss man dann nochmal hochtauchen und da muss man dann noch einen Sicherheitsstopp machen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wenn der liebe Fritz dann aus dem Wasser kommt, dann ist die Flasche, ich denke mir, so gut wie auf Null. Und das sollte natürlich
absolut in keinster Art und Weise in irgendeiner Form passieren. Und es ist, also was soll ich dazu sagen? Ich kann da nur den Kopf schütteln und muss jetzt auch Shame on den Buddy sagen, dass er also nicht vorher mal gefragt hat, wie ist der Luftverbrauch. Also mit 50 Bar ist der Tauchgang normalerweise vorbei und bei 50 Bar sollte man so gut wie beim Sicherheitsstopp sein. Also das sollte man wirklich so tun. Und das hier zeigen im Video ist auch nicht unbedingt förderlich, gerade für die jungen Taucher. Vorher gab es wie bei jedem Tauchgang den Safety Stop. Auf 5 Metern Wassertiefe für 3 Minuten, um den überschüssigen Stickstoff im Körper abzuatmen. Dafür bereiteten wir die Tauchboje vor, damit uns das Boot oben einsammeln kann und alle anderen Schiffe Bescheid wissen, dass hier Taucher demnächst an der Oberfläche sind. Ich habe ebenfalls eine dieser Bojen dabei, falls ihr euch die ganze Zeit wundert, was dort Oranges an meinem Hintern hängt. Back on the boat, war mega geil, 26 noch was, 26,4, unten war dann die Luft doch schneller alle als gedacht und ja, jetzt bauen wir die Flaschen um und dann geht's wieder runter. Auf der Suche nach den Stachelrochen tauchten wir eine kleine Schlucht ab. Es gab eine leichte Strömung, die dazu führte, dass man durch die Felsen gespült wurde. Überall tummelten sich kleine Fische. Dann war es soweit. Wir erspähten den ersten Rochen, der entspannt auf dem Meeresgrund lag. Langsam tasteten wir uns heran, um zu gucken, wie er reagiert. Diese Tiere sind nicht ganz ungefährlich und können mit ihrem Schwanz zustechen. Wir ließen uns weiter von der Strömung an den Felsen entlangtragen und genossen die Zeit hier unten. Der Tauchgang neigte sich so langsam dem Ende und der Inhalt meiner Flasche ebenfalls. Doch dann entdeckten wir noch einen Rochen, der mitten auf einer Sandfläche lag. Ich gab den anderen vorher noch Bescheid, dass mein Restbar nicht mehr allzu groß ist und wir ebenfalls auch recht tief sind. Umso tiefer man ist, umso mehr Luft verbraucht man. Ich pirschte mich gemeinsam mit Robert ganz flach an den Rochen, um ihn nicht zu erschrecken. So konnte er uns sehen und die Gefahr, dass er sich erschreckt, war gering. Die Feinde kommen meist von oben, also lieber auf Augenhöhe, ganz langsam und immer näher. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das eben erkannt habt, also er hat noch rund 70 Bar an der Flasche. Die bewegen sich jetzt gerade so auf 26 Meter, ich habe es gerade so im Computer gesehen. Und ja, es wird also so ein bisschen Zeit, dann doch langsam den Aufstieg einzuleiten, weil es ist ja noch ein bisschen Weg von 26 Meter bis da hoch und dann ist natürlich auch der Luftverbrauch ein bisschen höher wie normal, ne? Aber ihr seht natürlich genau das, was ich meine. Die Spezialisten sind auf dem Weg, die sind am Fotografieren, die gucken natürlich nach ihrem Objekt, die wollen geile Fotos machen und da ist der Buddy nur so ein Beiwerk, der wird also dann in der Regel kaum beachtet. Als der Rochen davonschwamm, ging es dann langsam nach oben, denn man darf maximal 9 Meter pro Minute aufsteigen. Mein Tauchcomputer gab mir schon einen Alarm, den ich nicht kannte. Es ging darum, dass ich durch die lange Zeit in der Tiefe einen Safety-Stop von 5 statt nur 3 Minuten machen musste. Ja, mein lieber Fritz, das mit dem Safety-Stop von 5 anstatt 3 Minuten, das ist so nicht ganz richtig. Denn du hast natürlich, so wie das aussieht, vermutlich deine Nullzeit überschritten und dein Computer hat dir dann einen sogenannten Dekompressionsstopp angezeigt, nämlich dass du 5 Minuten da irgendwo auf 3 Meter hängen musst, und um Stickstoff abzuatmen. Das ist relativ einfach, also es hat mit dem Sicherheitsstopp nichts mehr zu tun, das war also schon ein Dekompressionsstopp. Ja, und das ist natürlich auch so eine Geschichte, das sollte man in einem Video, was viele Leute von dir natürlich sehen, nicht unbedingt zeigen, dass man hier die Regeln der Taucherei einfach so übergeht
mit mal eben 21 oder 25 Tauchgängen, das ist nicht unbedingt sehr, sehr vorteilhaft. 15 Bar verbleibend, um 5 Minuten Stickstoff abzuatmen. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen, ne? Und das ist natürlich, sowas darf man im Grunde genommen in einem Video von einem Menschen, der im YouTube und auf Twitch unterwegs ist und für viele Menschen Vorbild ist, im Grunde genommen Fritz überhaupt nicht zeigen. Also das ist für mich ein Ding, das geht nicht. Also mit 15 Bar oder 10 Bar, sei froh, dass der Lungenautomat noch funktioniert. Das ist ein guter Automat, weil normalerweise würdest du jetzt bei jedem Atemzug, würdest unten der Zeiger gegen die Null hauen und du würdest im Grunde genommen keine Luft mehr bekommen. Also mein lieber Fritz, was du da jetzt gerade zeigst, das ist ein No-Go, ein absolutes No-Go. Die Rechnung geht nicht auf, weil vorher die Flasche alle wäre. Aber ich bin ja mit Profis unterwegs und Robert sagt immer, da kann im Grunde genommen nichts schief gehen. Ja, und der Spruch, das ist der absolute Knaller. Ich bin ja mit Profis unterwegs und da kann im Grunde genommen nichts schief gehen. Wer es glaubt, wird selig. Ja, und das, was die Profis sind, hat man gerade eben gesehen. Also null Buddy-System, null Reaktion auf irgendwelche Luftreserven, die angezeigt wurden und so weiter und so fort. Also mein lieber Fritz, diesen Spruch am Ende, den hättest du dir, glaube ich, sparen können, weil ich glaube, gerade die Profis, das sind die Leute, die auf dich im Grunde genommen überhaupt nicht aufpassen. Es sei denn, es ist ein Tauchlehrer, der ist explizit an deiner Seite und unterrichtet dich das, was du noch lernen musst. Also ich muss dir sehr ehrlich sagen, das Video hier hat mich eigentlich zu dieser Reaction gezwungen, weil ich kann sowas eigentlich nicht stehen lassen. Denn ich repräsentiere hier natürlich die Tauchlehrer und repräsentiere hier die Verbände. Und ich muss einfach dazu sagen, dass das, was du da gerade gemacht hast, absolut nicht dem entspricht, was wir unseren Schülern beibringen. Also liebe Leute, die ihr das seht, das entspricht nicht der Realität, die Tauchern, Tauchschülern beigebracht wird. Und so solltet ihr bitte nicht, absolut nicht tauchen in eurer Zukunft. Flasche informierte, wussten sie natürlich Bescheid. Ich nahm dann irgendwann den zweiten Atemregler von unserem Local Guide und atmete mit ihm gemeinsam an seiner Flasche weiter. Ich würde mal sagen, Leben in der Lage trifft es ganz gut. Jo, Freunde, das musste ich machen heute. Trotz Handicap, was die Technik angeht und anging. Aber das lag mir so ein bisschen am Herzen, weil ich sehe den Fritz Meinecke sehr gerne, muss ich sehr ehrlich sagen. Er macht tolle Videos, Baumhaus bauen und so weiter und so fort. Also ich liebe diese Videos, die er da macht. Und er ist ein absoluter Spezialist für das, was er da tut. Aber was das Tauchen angeht, muss ich sagen, er ist absolut leichtsinnig. Leichtsinnig auch in der Form, dass er natürlich hier auf seine Kollegen vertraut. Das ist alles gut und schön, aber es fehlt meiner Meinung nach dem lieben Fritz noch viel, viel, viel an Erfahrung und viel an Training. Und er sollte mal überlegen, da sich weiter, doch ein bisschen weiter aufzubauen mit dem Advanced-Kurs, Rescue-Kurs und so diese ganzen Sachen. Und nicht einfach so blauäugig dann mit neuer Ausrüstung in extreme Tiefen und so weiter und so fort, Dekompressionstauchgänge bis 15 Bar oder 10 Bar oder 0 eigentlich, weil er hatte ja dann keine Luft mehr, musste ja mit der alternativen Luftversorgung von seinem Partner auftauchen. Das so in den Anfängen zu tun, das ist also kein gutes Vorbild, wie ich das einfach sage. Und lieber Fritz, überlege, was du da tust und was du da zeigst. So, das musste ich einfach sagen.